Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit der Mod Long War Season 3. In den letzten beiden Folgen haben wir ein großes Schlachtschiff eingenommen. Was heißt Schlachtschiff? Es ist eigentlich ein Transporter, wenn wir uns hier unsere Research angucken. Da hat nur einen Tag, das werden wir dann direkt nach den Präzisionsplasmawaffen nachschieben und... Ja, ihr habt mich überzeugt. Ich lege mir so einen Motion Tracker zu. Der kostet ja nicht viel. Die Frage ist nur, welches Item lasse ich denn außen vor? Das Dumme ist, dass das Teil ein Gewicht von 1 hat. Aber gut. Ich glaube, ich bestelle mal direkt 2, falls eins kaputt geht. Sollte auf jeden Fall leichter sein und irgendwie, wie soll ich sagen, Meldquellen ausfindig zu machen, wo die sich genau befinden. Und um irgendwelche Gegnergruppen umlaufen zu können. Im Early Game ist es ja relativ gut, aber bisher war ich mir halt wirklich nicht sicher, ob es auch noch im Late Game irgendwelche Verwendung hat. Was ich noch gesehen habe, ist das Targeting-Modul. Seit wann macht es plus 1 Base Damage? Klar, mittlerweile haben wir 1000 bessere Sachen, von daher kommen die Teile eigentlich nicht mehr in Frage, aber fürs Early Game, da wird das Teil doch richtig OP, oder? Plus 1 Base Damage. Ich glaube, das war bisher immer nur plus 7 Crit-Chance oder so. Ich mag mich vielleicht täuschen, aber seit wann macht das Teil plus 1 Base Damage? Vielleicht schon immer und ich habe nicht richtig gelesen. Aber in der Ufopedia steht ja auch nichts von einem Base Damage. So, was machen wir als nächstes? Irgendwie Geld zusammenschaufeln, damit ich mir einen weiteren Satelliten leisten kann? Hört sich nach einem Plan an. Wir haben doch bestimmt irgendetwas, was wir loswerden können. Zum Beispiel eine Handvoll Sektoiden. Naja gut, die Krystalliden können wir auch loswerden, weil ich glaube Krystalliden, also die, wie heißt denn das Ding nochmal? Die Chitin-Platings werde ich mir höchstwahrscheinlich eh nicht mehr bauen. Naja, so viele Drohnen sollte ich auch nicht verkaufen, aber für einen weiteren Satelliten reicht das so auf jeden Fall. Wobei eine weitere Corsair-Armor wäre ja auch nicht schlecht. Aber erstmal kommt der neue Satellit. Weil wir haben hier ja einen weiteren Nexus im Aufbau. Und dann könnten wir uns einfach mal direkt Argentinien einverleiben. Und Brasilien. Das große Problem ist dann haben wir ein weiteres Land, was gefährdet ist. Wo es da Terroremissionen entstehen könnten. Aber jetzt will ich nicht mehr länger quatschen. Jetzt scannen wir erstmal eine Runde. Da ist die Laserkanone fertig. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Abfangjäger da. Hier. Und da montiere ich mal eine Laserkanone drauf. Passt. Wir sollten uns auch langsam überlegen, das Geld zusammenzusparen für einen zweiten Firestorm. Die EMP-Kanone ist ja auch bald fertig. Okay, ein Terrorschiff. Ich möchte keine Terrormission. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, es abzuwehren. Oh. Ich glaube nicht, dass Lieutenant Piston alleine 50% Damage ausrichten kann. Hm. 17. Mai. Sieht so aus, als hätten wir im nächsten Monat dann wieder 2 Base-Missionen. Nee, komm, lande mal bitte. Okay, da kommt noch ein Zielergebnis rein. Und Nokuhoyana hat bestanden. Sehr schön. Will da irgendjemand rein in die Röhre? Sieht nicht danach aus. Moment mal kurz, das Terrorschiff ist abgedreht. Das nenne ich dann mal Glück im Unglück, oder?
Oder gab es da irgendwie einen kleinen Bug mit den Psi-Resultaten? So, dass die Psi-Resultate einfach mal das Terrorschiff haben verschwinden lassen. Aber gut, dass sie sich nicht getraut haben. Oh, es läuft ja wie am Schnürchen. Worauf warten wir hier? Darauf, dass Joseph wieder fit ist und der als nächstes in die Ruhe rein darf. Jo, so schaut's aus. Und da ist unser Hyperwave-Relais fertig. Sehr schön. Gut, jetzt sollte es uns auch möglich sein, wie soll ich sagen, zu sehen, was die ganzen Aliens an Bord haben. Und wenn der Overseer auftaucht, dann sollten wir den auch sehen. Zwei Sektopoden für 42 Kröten, zwei Ingenieure. Nein. Ich habe noch nicht so viele Sektopoden und die sind halt nützlich für diverse Waffensysteme. Uplink ist fertig. Aim, sehr schön. We've got an incoming transmission, Commander. Hi. Guess who? Was haben wir denn? Bomb Disposal. 213 Kröten, können wir gut gebrauchen. Bridge Connection. We're confident that you'll handle this matter with discretion. Selbstverständlich. So, eigentlich haben wir ein schlagkräftiges Team beisammen. Ich sollte da vielleicht ein Team zusammenstellen, welches auf Beweglichkeit ausgelegt ist. Deswegen führt Schreier es an. Ivan kommt natürlich auch mit. 12 Bewegungsreichweite, aber du brauchst Psi-Erfahrung, also kommst du mal mit. Bram wird eh im Hintergrund bleiben. Bräuchte ich noch einen Scout. 14 Bewegungsreichweite. Ich glaube, ich nehme Baba mit, weil er sich am weitesten bewegen kann. Ein Rocketeer, da kommt Roberta mit. 16 Bewegungsreichweite. Why not? Was fehlt uns denn noch? Ein Medic, natürlich. Heinrich, das ist deine Chance. Und ein Assault. Möchte ich ein Assault mitschleppen? Gut, Nokuhuyana braucht hier Psi-Erfahrung. Ich könnte natürlich auch noch einen Gunner mitschleppen für zusätzliche Feuerkraft. Na komm, wir nehmen mal eine reguläre Truppe mit. Wird schon passen. Plasma-Pistole ist bei dir ein bisschen overpowered, beziehungsweise ein bisschen too much. Kannst du mir gerne noch eine Chem-Granate mit? Wobei, wenn wir hier Sinman haben, dann nützt mir die Chem-Granate nicht viel, oder? Respirator-Implantat geben wir eher den Leuten, die keine Titanrüstung haben. Oh, es wird schwierig. Ich habe noch zwei Titanrüstungen. Wer bekommt welche? Also unser Assault bekommt definitiv eine Titanrüstung. Eine Alloy-Cannon. Laserpistole. Breaching Ammo. Genau, schlepp noch das Shadow Device mit. Und dann nimmst du noch die Walker Servos mit. Baba nimmt eine Corsair-Rüstung mit. Blaster Rifle.
Laserpistole. Walker Servos benötigst du nicht mit 19 Bewegungsreichweite. Das passt schon so. Kannst mir definitiv einen Respirator mitschleppen. Jetzt noch den Illuminator mit. Und Marksman Scope. Passt soweit. Hier kommt eine Carapace Armor zum Einsatz. Muss ich hier mit robotischen Einheiten rechnen? Das würde mich interessieren. Ist wahrscheinlich nicht, oder? Nimm mal bitte den Pulse Sniper mit. Erstmal Pistole, B-Pod. Respirator. Last but not least. Lasse ich den dritten Slot frei. Das ist eine Aegis. Plasma Storm Gun. Mein Recoil Rifle ist beschädigt. Oder ich habe es noch nicht abgeben lassen. Moment mal kurz, das muss ich mal überprüfen. Genau, das ist kaputt. Wie lange dauert das noch? 0 Tage. Ja gut, ich könnte noch ein bisschen nach vorne scannen, um zu gucken, ob ich das Ding zurückbekomme. Aber ne. Zum Schluss verpasse ich hier wieder meinen Einsatz. Dann ist die Mission vorbei. Beim Doc ist soweit auch alles klar. Naja, ihr beiden hier noch. Du bekommst hier eine Titanrüstung. Ich glaube, da ich beweglich bleiben will, nehme ich lieber den Autoblaster mit. Wobei ist mein Autopulser beschädigt. Auch das muss ich jetzt mal überprüfen. Repair Bay. Okay, Gatling Pulser ist beschädigt. Damit hat sich ja alles wieder erledigt. Autoblaster. Walker Servos. Piercing Ammo. Und ein Scope. Jo. Wird schon passen, würde ich mal behaupten. Aegis-Rüstung. Ihren Carabine in die Hand drücken. Jo, machen wir auch. Hast du mir noch Schreddermunition mit? Und die Psy-Granate. Hier werden wir nicht versuchen, irgendeinen Gegner gefangen zu nehmen. Hier geht es einfach nur darum, schnell durchzukommen. Und für unseren Doktor bleibt nur der Carapace-Armor übrig. Vielleicht sollte ich dir den Plasma Carabine in die Hand drücken oder ich kaufe mir einen zweiten. Moment mal kurz, irgendjemand hat seine Walker Servos nicht mitgenommen. Wobei, ja klar, ich habe ja eine Rüstung weniger zur Verfügung. Ich nehme auch den Cognitive Enhancer mit. Damit du ein bisschen mehr Erfahrungspunkte sammeln kannst. Weil ich denke mal, hier kommen wir schnell durch. Zumindest hoffe ich das. Die große Frage ist, sind wir jetzt einsatzbereit oder fehlt noch etwas? Genau, eine Titanrüstung ist beschädigt.
Na dann, let's go. Eine Brückenmap, das kann ja heiter werden. Bridge Construction stand ja in der Ding. Der Beschreibung. Okay. Drop site for this operation will be in Canada. Ich weiß nicht, ob mir diese Map gefallen soll. Aus dem einfachen Grund, weil es halt ein Korridor ist. Und wir schnell vorrücken müssen, könnte ein kleines Problemchen ergeben. Aber erstmal gucken, wie es hier ausgeht. Was wir hier vielleicht noch reißen können. Abwarten und Tee trinken. Strike 1. We've picked up an alien bomb in your area. And we're already short on time. It looks like the aliens are still in the process of charging the weapon. We need you to get down there and disarm it while you still can. Natürlich. Objective updated. Also hier drauf werde ich mich jetzt mal definitiv nicht draufstellen, weil hier der Sidestep nicht möglich ist. Okay, ich könnte Baba hier nach ganz vorne rennen lassen. Ob das so clever ist, weiß ich jetzt pauschal nicht. Yes, Commander. Aber über diese zusätzlichen Deckungselemente bin ich ja auch nicht traurig. Power node, power down. Gut. Also wenn ich hierhin vorrenne, decke ich auf jeden Fall was auf. Ich würde gerne einen Battlescanner werfen, aber schon von hier aus. Große Problem ist dieser Truck hier. Der versperrt richtig die Übersicht. Wenn ich es jetzt hier hinwerfe, sehe ich ja nicht, was sich auf der Seite befindet und andersrum. Kann ich den vielleicht ein bisschen kürzer werfen? Komm, ich werf den mal so in der Hoffnung, dass ich ein bisschen mehr Informationen bekomme. Incoming signal from battle scanner. Oh, wir haben eine Cyberdisk. Hi. Ist jetzt nicht so gut. Und ich habe das falsche Snappergewehr dabei. Nicht schlecht. Schauen wir uns erstmal an, was wir hier haben. Also mit den Floatern kommen wir klar. Oh. Ernsthaft? Gut, da muss ich irgendwie eine Rakete-Steady bekommen. Die Frage ist, sehen die mich hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Moment, verzielt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also ab hier sehen mich die Floater. Vielleicht auch die Drohnen. Ich hab so große Lust, wieder hier nach Hause zu gehen. Okay, der Sektopode ist hier die größte Bedrohung. Da sind wir uns ja einig. Gut, wir müssen den mit der Chemgranate einstinken. Dann alles, was wir haben, draufballern. Wir haben ja das Shadow-Device dabei. Große Frage ist, kannst du von hier aus eine Rakete abschießen? Wobei, dann bist du wahrscheinlich im Sichtradius von diesen Freunden hier. Also diese Linie ist definitiv safe. Na komm, riskier's. Okay.
Okay. Hier hinzugehen ist jetzt reiner Selbstmord. Das lassen wir mal sein. Ein Autoblaster brauche ich auch auf dieser Seite hier. Nee, 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 nee. Wie kommen wir aus dieser verzwickten Situation wieder raus? Doktor, du verkriegst dich mal hier. Dann hätte ich gerne, dass du dich hier mal steady machst. Der Rest darf eigentlich einen Overwatch machen, oder? Die ziehen ab. Was machen die Floater? Die bleiben stehen. Gut. Die große Frage ist, kriege ich das Monster hier geschreddert? Hi. Gut, bleibt noch einer übrig. Wir können von Glück reden, dass der siebte Pode hier eine stationäre Einheit ist. Natürlich, das machen die. So weit, so gut. Soll ich mal gucken, ob ich da eine ordentliche Rakete hinbekomme? Natürlich nicht. Oh. 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 Hi. I'm on it, Commander. Yep, das war ungut. Lights out on that power node. Was haben wir denn hier für Fähigkeiten? Ja, diese Dröhnchen, die sind schon was Besonderes. Einer verfehlt. Wunderbar. Ich wusste doch, dass es von hier aus nichts bringt. Dann gehe ich sogar noch einen Schritt nach vorne. Ja gut, weg damit. Was war das für eine Abweichung? 2, irgendetwas? Nice. Nee, weil diese Drohnen müsste ich mal ziemlich schnell ausschalten, wenn es geht. Hallo? Wirf mich doch nicht da an zurück. Ich glaube, du spinnst. Ja, hallo? Ist ja gut jetzt. Liebe Granate, beziehungsweise liebes Spiel, lass mich doch einfach mal diese Granate hier werfen. Ja, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich irgendwas Sachen in die Luft sprenge, aber hey. Hallo. Ich glaube, wir müssen dich ein bisschen nach vorne bewegen. Moment mal kurz, das hat dein Zug nicht beendet. Das bedeutet, ich kann eben noch hierhin rennen. Damit wir hier zumindest volle Deckung haben. Oh, das ist riskant. Heading out. Ja gut, ich brauche diese Granate hier. Ich brauche diese eine verdammte Granate hier. Hallo? Spiel bitte. Alter, ist das ätzend. Ja, das sind die lieben Mechaniken, die man so mag. Sag mir bloß nicht, dass du von hier aus keine Granate werfen kannst. Doch, kannst du. Hallo? Ich will doch nur diese eine läppische Granate hier werfen.
Ist das denn so viel verlangt? Weißt du, ich kann sie so weit werfen und ich darf halt nicht. Ah. Moment mal kurz. Ich will doch nur eine Granate werfen. Hallo. Hallöchen. Aber das sah mal kurz gut aus, weil ich weiß, dass ich die treffen kann. Da schleppst du schon Granaten mit und kannst sie nicht mal benutzen. Moment, machen wir das mal so rum. Nee, das ist noch schlimmer. Spiel, ich bitte dich. Von mir aus dauert es jetzt hier eine ganze Stunde, bis ich hier die Granate werfe, aber ich werf sie. Da führt kein Weg dran vorbei, glaub's mir. Du musst es uns... Was zur Hölle ist das? Das Problem ist halt immer, dass er versucht, sich da umzudrehen, ne? Und deswegen werde ich da wieder zurückgebounced. Und sobald ich zurückgebounced werde, ist das gesamte Setting von vorhin wieder hinfällig. Wenn ich nur jetzt nur die Drohnen sehen würde. Moment mal kurz. Options. Gameplay. Interface. Keyboard. Womit verändere ich hier den Kamerablickwinkel? Freie Kamera. Mittlerer Mausbutton. Gut. Ach, das kann ich nicht machen, solange ich eine Granate ausgewählt habe. Ist ja schön. Nice. Ja, Freunde, das kann ein bisschen länger dauern. Vielleicht werfe ich sie gleich auf gut Glück. Oder ist es das Problem, dass sich die Drohnen ein bisschen hin und her bewegen? Kann natürlich auch sein. So, jetzt erwische ich mindestens zwei von denen. Wow, was für eine schwierige Geburt. Du entsorgst mir mal bitte das da. Dankeschön. Gut. Du stellst dich jetzt mal hier in die volle Deckung. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Dankeschön. Doc, wie schaut's aus? Einmal gratis zusammenflicken, wenn ich bitten darf. Nicht bewegen, das wird wieder. Gut, jetzt lass uns mal ein bisschen Schaden auf. Siehst du den überhaupt von hier aus? Ja, gut. Du siehst ihn aber nicht. Das ist traurig. Position confirmed. Schau, wie viel Schaden wir da jetzt machen können. Nicht viel. Das Teil immer noch gehärtet ist. Und? 5 Damage. Jetzt ist die große Frage, wie viel Damage kann er innerhalb von einer Runde regenerieren? I'm rolling.
55%. Schauen wir uns mal das Ding mal ein bisschen genauer an. Was kann es denn? Heat Ammo. Hm, nicht schlecht. Cluster Bomb. Cannon Fire. Leitern ab. Oh, der darf sogar zweimal schießen, wenn er sich nicht bewegt. Combined Arms. Repair Servus. Na, super. Observation Field. Reduce most incoming damage of this unit. Selbstverständlich. Reaktive Target-Shooting-Sensoren. Natürlich. Wozu braucht so ein Vieh sowas? Unter den Rand, ja, geil. Schießen, auf uns zulaufen, nochmal schießen oder so. Geil. Dieses Teil ist einfach phänomenal. Ich könnte hier mal Command einsetzen. Damit wir hier zumindest mal eine Rakete steady bekommen. Wäre ja eine Möglichkeit. Wobei, ich brauche vorne die Chem Grenade. Hier hinstellen, doof. Hier hinstellen, doof. Hier hinstellen, doof. Hier ist einfach alles doof. Moment mal kurz. Papa regelt. Was hast du da für ein Action Radius? Kidoki. Dann ist ja mal alles klar. Gehen wir erstmal hier hin. Dann überprüfen wir noch einmal. Okay, ich krieg alle drei getarnt. So weit kannst du aber nicht werfen. Nö. Dann liest du mir mal in dieser Runde bitte nach. Oh, ich wünschte, ich hätte zwei oder drei weitere Shadow Devices mit. Das dürfte aus der Sichtweite sein. Hoffe ich. Okay, ich glaube, ich habe Heinrich getötet. Dann tarnt ihr euch mal. Ja, jetzt kommt die Cyberdisk zurück. Sehr schön. Oh, oh. Moment mal, wurde ich da gerade enttarnt? Oh, 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 oh. Heinrich, duck dich! Okay, beruhig dich, Junge, beruhig dich. Wir haben es nicht so gemeint. Alter! Au! Wieso bist du endlich getarnt? Na dann, weiter geht's. Erstmal so viele Ziele wie möglich schreddern. Macht leider nur 6 Schaden. Dann ist immerhin alles geschreddert. Ist ja auch schon mal was wert. Ja, die Frage ist jetzt... Oh, 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 oh. Wow. Wieso durftest du vorhin zweimal drankommen? Was ist so besonders an dir? Nun gut. Ob ich jetzt hier hingehe oder hier hingehe, spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall muss ich den jetzt mal einstänkern. Oh oh. Ja, ja, ist geplant. Gut.
Wir leben noch, wir leben noch. Beide kriege ich leider nicht erwischt. Das sollte jetzt seine Rüstung mal dramatisch abschwächen. Was ist der Lockenload? Also könntest du mir... Moment mal, wenn du verfehlst, ne? Jetzt bräuchte ich noch eine Granate auf ihm. Ich schalte erstmal das Ding hier aus, deswegen sind wir ja hier. Well done. Schuss. Ist deaktiviert. Sehr gut, einmal in the zone. 100%, 100%. Genau, schalte mal das Teil aus. Gut. So, und jetzt ist die große Frage, wen kann man hier als größere Bedrohung einschätzen? Ich würde eindeutig sagen, den Sektopoden. Das Problem an der Cyberdisk ist, die wird sich definitiv bewegen und uns hier flankieren. Da zieht euch bestimmt die Möglichkeit zu, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube schon, dass sie dazu in der Lage ist. Problem hier, dass es ein explosives Auto ist. Aber gut, das muss ich mal riskieren. 100%. 16 Schaden, gut. Vielleicht kriegen wir das Vieh doch irgendwie down. Nice. So doof das jetzt auch klingen mag. Ich bräuchte jetzt ein paar Granaten. Ich weiß, dass du so weit werfen kannst. Machst du jetzt nochmal denselben Unsinn? Gut, wir müssen nur ein bisschen näher ran. Okay. Das reicht. Dann macht der Carabine mehr Damage. 7. Naja, gut, ich habe Heat Warheads. Aus diesem Grund. Ich habe keine Tandem Warheads. Das ist doof. Tandem Warheads wären jetzt richtig toll. Aber ich kann halt nicht alles haben. Erstmal irgendwie diesen elendigen Sektopoden ausschalten. Next one, please. Okay, gut. Das ist dein letzter Schuss. Damit 5 Damage. Ich wünschte, ich hätte die Ding dabei. Weißt du, wieso gehe ich davon aus, dass hier nur Sinmen kommen? Bitte hau den besten Crit raus, den du kannst. Naja, kein Crit ist auch in Ordnung. Close Encounters. Dann stehst du aber frei. Und du hast bereits schon richtig hart gefressen. Was können wir denn mit dir machen? Eigentlich muss ich es riskieren und versuchen, den zweimal zu treffen. Und hoffen, dass das Vieh nicht trifft. Wobei, wenn du den jetzt hier nicht ausschalten kannst. Flatpoints hat der noch. Das können wir mal kurz überschlagen. 10... 20. 27. Wenn du nicht ausreichend Damage machst, dann bist du tot. Das ist so, jetzt so eine schwierige Entscheidung. Ich habe hier mehrere Leute, die gefährdet sind. Vor allem, weil du dann von zwei Quellen beschossen wirst. Ja, zwar gut vorgelegt, aber es reicht halt nicht. Prozent ist ja auch nichts. Wir brauchen garantierten Treffer. Idealfall sogar zwei. Und zusammenflicken kann ich dich jetzt spontan auch nicht.
zweimal zu schießen wäre schon toll. Wobei, ich kann dich da reinrennen lassen, schauen, wie viel Schaden du machst. Und dich notfalls wieder zurückziehen. Komm, machen wir. Prozent. 9 Schaden. Reicht nicht. Wohin ziehen? Na komm, geh wieder zurück. Es war ein Versuch wert. Und jetzt heißt es beten. Oh, 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 was macht er? Der guckt so böse. Mich nicht so böse an. Das war... Yep, davon bin ich ausgegangen, dass die sich bewegt. Was treibst du, ne? Eine Granate. Lass mal gucken, wie viel Damage die macht. 5, das geht in Ordnung. Solange der jetzt seinen Treffer verschießt. Oh, 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 oh. Lass es. Lass es. Oh. Oh, der hat seinen Zug ausgelassen. Das finde ich ja mal sehr sozial von ihm. Gut, der Sektopode ist down. Da kannst du sagen, was du willst. Kannst du sagen, was du willst, Freundchen. Der ist down. Na komm, mach jetzt mal bitte platt für mich. Dankeschön. Wow. Alter, das meine ich doch nicht ernst. Was kommt denn da noch? Holo-Zielen kann mir da jetzt keiner mehr spendieren, außer du selbst. Ich brauche jetzt einen guten Treffer. Ich kann immerhin so zweimal schießen. Ja. Angenehm. Moment. Ja doch, das kriegen wir ausgeschaltet. Wer will den Kill? Na komm, Ivan, hol dir den Kill. Du darfst natürlich auch daneben schießen, aber Holo-Zielen ist in Ordnung. Heinrich, wie schaut's aus, Kill? Du musst in der nächsten Runde erstmal meine ganzen Leute zusammenflicken. Schalt mir jetzt mal das hier aus. Holst halt du dir den Kill. Nicht? Naja, ich bräuchte Bobber den Killer, aber der hat ja keinen Zug mehr. Naja, komm. Das Ding kriegen wir down. Kannst du sagen, was du willst? Position bestätigt. Genau, dann kriegt der Heinrich den Kill. Vorausgesetzt, er trifft. Sehr schön. Er ist ausgeschaltet. Ein wichtiger Kill für dich. Dann lasse ich mir mal ein bisschen aufrücken. Und hab noch ein paar Heavy Floaters. Okay, ein Heavy Floater, ein Floater. Denkste. Erstmal schreddern. Und tschüss. Das Problem ist jetzt Heinrich. Heinrich, pass auf. Oh, oh. Lasst meinen Heinrich in Ruhe. Oh. Oh. Wow. Schwerer Beschuss in diesem Bereich. Nein! Hat jemand ein Backup-Medkit? Nein, natürlich nicht. Ach, Heinrich. Naja, vielleicht kriege ich die Mission ja innerhalb von weniger Runden erledigt. Braucht aber erstmal einen Battlescanner, wenn ich ehrlich bin. Okay, den kriegen wir definitiv down. Das ist nicht das Problem. Ich kann ja reingehen, den umschießen.
Ja, der ist erledigt. Kannst du sagen, was du willst. Ach, der nimmt nicht einmal Anspruch von irgendeiner Deckung. Das finde ich nett von ihm. Wobei, das trotzdem noch ein bisschen schwer zu treffen. Das fällt mir. Kriege ich da irgendwie Holozielen drauf? Prozent. Holoziel ist gegeben. Wobei, ich habe ja noch andere Spielsachen. Triffst du? Okay, der ist geschreddert. Dann ist der Rest auch ein Klacks. Schnell, es geht hier um Leben oder Tod. Ich glaube, ich lasse euch mal ein bisschen alle aufdashen. Bitte, Heinrich, halt durch. Ja, es ist gewagt. Aber viel mehr Gegner können ja nicht mehr sein. Hier rauch. Wäre möglich. Nein, wir haben noch Sinman. Yes, Commander. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig. It seems you've bought yourself some time, but you still need to hurry, or, well, you know. Ja, ich weiß. Da erzählst du mir nichts Neues, Freundchen. Ich hätte gerne eine Übersicht, wo sich die Bombe befindet, wenn ich ehrlich bin. Order's confirmed. Moving out. Oh, jetzt habe ich direkt doppelten Zeitdruck. Hierhin renne, bist du vielleicht tot. Lass uns mal hier hingehen. Rakete-Steady machen. Gehst du mal hier rauf. Genau, lad durch. Kannst du mal riskieren. Wo ist diese verdammte Bombe? Ich weiß, dass wir es eigentlich haben. Da erzählst du mir nichts Neues. Du lad mal hier nach. Bräuchten wir wirklich eine Position, von wo aus du alles sehen kannst. Am besten auf dem Truck droben. Heinrich, halt durch. Heinrich, ich bitte dich. Direkt voraus ist eine Gruppe. Heinrich lebt noch. Gut soweit. Sinman. New objective received. Looks like you've got the bomb in sight. Get close and deactivate it. Natürlich. Den Boy flankieren wir hier mal kurzerhand. Tschüss.
Dann waren es nur noch zwei. Kann ich zur Bombe hinrushen? Nein. Kann ich die beiden mal mit einer Rakete begrüßen? Nein. I'm rolling. Du bleibst da oben stehen. Oh, ich hätte mir hier... Achso, das war in the zone. Snipe ist aber nicht bereit aktuell, oder? Nein. Sonst würde ich da direkt mal Battle Scanner hinschmeißen. Und so weit kannst du auch nicht werfen. Nee, leider nicht. Heinrich, halt nur noch durch. Halt durch. Es dauert nicht mehr lange. Zieh den Kopf ein. Oh, Lightning Reflexes. Hi. Ja, das reicht, um auszuweichen. Wow, habt ihr den Dodge gesehen? Der hat's drauf, der Boy. Genau. Das glaube ich dir, dass es dir nicht so gut geht. 70%. Den anderen siehst du gar nicht erst. Da wenigstens noch mit Running Gun ran oder ist deine Mobilität zu weit eingeschränkt? Ja, kommst du ran. Es läuft jetzt langsam die Zeit aus. In der Titanenrüstung nimmst du nicht einmal Schaden. 80%, da sage ich nicht nein. Natürlich. Oh hey. Weißt du was, Freundchen? Nee, weißt du nicht. 53%. Flankierung nicht möglich. Granate möglich. Da ich keine Tandem Whites habe, muss ich da ein bisschen näher rangehen. Bitte mach maximalen Damage. Der ist erledigt. Der Boy ist erledigt. Er weiß es nur noch nicht. Ist das eine Flankierung? Sag bloß nicht, dass das hier keine Flankierung ist. Natürlich nicht. Aber es reicht. Gut. So. Heinrich, halt durch. Halt durch, Heinrich. Target disabled. Heinrich, halt durch. Gleich haben wir es geschafft. Gleich geht's wieder nach Hause. Oh. Das sind dann doch zwei. Gut, Heinrich lebt noch. So, jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie wir die alle am sinnvollsten ausschalten. Sniper hat keine Flankierungsmöglichkeiten. Das ist jetzt schlecht. Wir haben nur einen einzigen Schuss. Warum zur Hölle ist das hier nicht flankiert? Doch, es ist flankiert, aber nicht von dir. Also erstmal müssten wir ein paar Overwatches auslösen. Auf dieser Seite scheinen wir fertig zu sein. Dann entzock mal den hier. Eins.
2. X-ray neutralized. 3. Target disabled. Viel Schaden macht die Plasmapistole. 6. Da bräuchte ich aber einen richtig guten Crit. Oder ich riskiere es so. Dann ist er auf jeden Fall erledigt. Das ist meine letzte Option. Moment mal kurz. Ist nur noch der eine, oder? Versuche ich mal ein paar Leute in Position zu bringen. Schuss. Holo zielen. Hat er ja bereits, okay. Kannst du eine Blendgranate sowas schmeißen? Moment. Ja gut, du hast keine Munition mehr. Du bist voll geladen. Gut, ich riskiere es, einen Treffer zu kassieren. Vielleicht sollte ich das Kommando für meinen Sniper einsetzen. Na komm, schieß erstmal. 86%. Wow. Oh, wir sind noch nicht fertig hier. Wo fehlt mir einer? Heading out. Irgendwo fehlt noch einer. Ich weiß nur nicht wo. Moving. Ah, hi. Tschüss. Heinrich. Wow. Alter, das darf doch niemandem erzählen, dass es so knapp wurde. Nee. Ich bin fix und fertig, Leute. Das war doch mal eine Mission, oder? Heidewitzka. Sowas sieht man auch nicht alle Tage, oder? Hey, Heinrich wird jetzt vielleicht 5 Jahre verletzt sein, aber er ist nicht tot. 33 Tage. Ist in Ordnung. Ist akzeptabel. Und er wurde sogar befördert. Das ist ja nett. Gut, da kann ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken, was wir dir gönnen. Ah, ich hätte eine Rauchgranate mitnehmen können. Und Combat Drugs und so. Ich gar nicht bedacht. Lock and Load kommt mal nicht in Frage, auch wenn es interessant wäre. Entweder Bombard oder Sprinter. Wobei, Lock and Load. Ja. Naja, entscheide ich später. Ich habe noch 33 Tage. So, was nehmen wir denn mit? Ein Sektopodenwrack, natürlich. Und die 213 Kröten kommen uns wirklich wie gerufen. Und in Kanada Panic Reduction. Bisschen kaputtes Zeug. Oh, Kanada sieht ja mittlerweile wieder vorzeigbar aus. Das ist doch schön. Engineering, Repair Bay. Alles reparieren. Und ich würde sagen, meine Freunde, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.